Ja. Wow. Ja, guten Morgen. Ein tolles Orchester und der Dirigent, 80 Jahre. Da kann ich aus meiner Sicht sagen, da kommt noch was. Ja. Halten Sie durch. Ja, wir haben uns heute versammelt, um daran zu denken, dass 1944 13 junge Deutsche am 10. November 1944, also 13 deutsche junge Menschen an Geheiß der SS ohne Gerichtsverfahren ermordet worden sind. Hier in Köln. Und das ist Anlass, an diese mutigen Männer zu denken, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Aber es ist auch Anlass, daran zu denken, wie diese Geschichte aufgearbeitet wurde. Zunächst nämlich überhaupt nicht. Ich habe für das Buch, das eben schon hier genannt worden ist, das gerade erschienen ist, ein Vorwort geschrieben, 1981. Das Buch erschien damals nicht und damals habe ich als Innenminister geschrieben, bis heute, also 81, wird immer noch der kriminelle Hintergrund dieser Gruppe betont. Und es hat sehr lange gedauert, bis sich das geändert hat. Und dem, dass es sich geändert hat, ist vor allen Dingen einem Mann zu verdanken, Peter Finkelgrün, der 1978 angefangen hat, eine Bürgerbewegung zu gründen und zum Teil unter demütigenden Umständen bei der Bezirksregierung in Köln und bei der Politik gegen diese Auffassung angegangen ist. Und es gibt da also unglaubliche Gespräche mit damaligen Beamten, die die Gestapo-Protokolle zur Grundlage ihres Urteils lange nach dem Krieg gemacht haben, muss man sich mal vorstellen. Und der damalige Regierungspräsident Antwerpes hat gesagt, 16-Jährige sind ja gar nicht zu einem politischen Urteil fähig, also können sie keine Widerstandskämpfer gewesen sein. Und das zeigt, meine Damen und Herren, wie schwer es uns gefallen ist, mit unserer Geschichte umzugehen. Das ist ein Beispiel dafür. Wir haben als junge Leute gekämpft, als in den Parteien, besonders wir Jungen, dass es keinen Schlussstrich gibt, dass man das nicht einfach den Deckel zumachen kann unter den Verbrechen der Nazi-Diktatur. Und das hat sich dann ja verändert in einer doch lebendigen Erinnerungskultur. Ich erinnere mich noch, ich war damals Vorsitzender der Jungen Demokraten, wie wir mit den anderen Jugendorganisationen in Köln ein Kino gemietet haben, um den Film Nacht und Nebel, der zum ersten Mal uns die Verbrechen in ganzen Konzentrationslagern vor Augen gebracht hat, aufzuführen, Sonntag früh in einer Matinee. Und das stieß auf allgemeines Missfallen. Darüber redet man doch nicht, man muss doch mal zu Ende sein. Nein, das ist nicht zu Ende mit unserer deutschen Geschichte. Peter Finkelgrün hat sich intensiv der Aufarbeitung gewidmet, unter sehr vielen großen Schwierigkeiten und Demütigungen, wie ich schon gesagt habe, mit demütigenden Nachfragen und Verhören. Und erst langsam hat sich das alles aufgelöst. Der Regierungspräsident Rothers hat später die Rehabilitierung vorgenommen. Und ich habe ein wunderbares Erlebnis. Ich habe vor einigen Jahren die Rede zum 20. Juli gehalten in Berlin, im Bendlerblock, und war vorher in dem Deutschen Museum des Widerstands. Und da gibt es einen Raum für die Edelweißpiraten. Das heißt, sie sind in der deutschen Erinnerungskultur angekommen. Nicht nur hier in Köln durch vielfältige Formen der Erinnerung, Straßenbenennung, und das, was wir heute machen, ist ja auch ein Stück Erinnerung. Und ich möchte Herrn Krauthäuser und seinen Mitstreitern herzlich danken, dass sie das wieder auf die Beine stellen, jedes Jahr so eindrucksvoll, diesmal in vielen Veranstaltungen. Martin Stankowski ist da, der bemüht sich jetzt auch um die Verbreitung des Buches, also um die Verbreitung der Erinnerung. Also man muss sich mal vorstellen, der damalige Bundespräsident Scheel hat in einem Interview gesagt, das sind Verbrecher gewesen, ganz spät noch. Dass die Klarheit über das, was hier passiert ist mit diesen jungen Leuten,
unter diesen extremen Umständen kurz vor Ende des Krieges hat sich offenbar niemand vorgestellt. Peter Finkelgrün war lange Jahre der Vertreter der Naumann-Stiftung in Israel. Und wir haben ihn oft da getroffen. Wir haben uns gerade noch mal darüber unterhalten. Das sah damals alles mit der Versöhnung viel besser aus. Wir haben Rabin besucht, der leider ermordet wurde. Vieles wäre anders geworden. Aber wir waren dann auch zusammen mit den Angehörigen bei dem Yad Vashem und haben unter den Völkern gibt es einen Hain und haben da Bäume, haben miterlebt, wie Bäume gepflanzt worden sind für Schink, Jovi und Jülich. Also auch dort die Anerkennung und alles eine Rehabilitierung. Wir haben also zu tun gehabt mit einer Situation, wo die Nazizeit nie ungeschehen gemacht werden sollte. In Verkennung der Tatsache, dass unsere ganze Republik, unsere Verfassung, unser Grundgesetz im Grunde ein Gegenentwurf war und ist. Der Artikel 1, die Menschenwürde ist unantastbar, ist ein sittliches Prinzip mit Rechtsfolgen. Das gibt es in keiner anderen Verfassung. Und das Asylrecht beispielsweise ist eine Erkenntnis der Nazi-Barbarei. Und der Lebensschutz und die Nichtdiskriminierung anderer ethnischer Herkunft. Alles das sind die Erfahrungen, die die Verfassungsgeber in die Verfassung hineingeschrieben haben. Und wir können doch wohl sagen, im Großen und Ganzen leben wir doch diese Verfassung auch. Sie hat sich doch bewährt. Wir sind eine geglückte Demokratie bei allen Anfechtungen. Aber wir bewegen uns nicht auf sicherem Boden. Das Eis, meine Damen und Herren, ist dünn. Ich bin ein alter Mann, ich habe viel ununterbrochen Politik gemacht in meinem Leben. Einen so starken Rechtsextremismus wie heute habe ich nie erlebt. Und er sickert überall ein. Das ist nicht nur die AfD. Der Generalbundesanwalt hat mit Recht gesagt, das kommt auch aus der Mitte des Bürgertums. Und ich sage manchmal, es ist ein Hauch Weimar über der Republik. Nicht, dass wir untergehen werden wie Weimar, aber dass das Bürgertum in der Verteidigung der Demokratie versagt. Denn unser System wird doch angegriffen. Man will ein anderes System. Man bezweifelt die Meinungsfreiheit. Man benutzt jetzt die Versammlungsfreiheit. Die Leute, die unsere Verfassung mit Füßen treten, treten jetzt auf Versammlungen als Verteidiger unserer Verfassung auf. Das ist doch absurd. Also wir müssen uns wehren und wir müssen uns täglich wehren. Meines Erachtens wird die Gefahr viel zu gering eingeschätzt. Das sind die Statistiken des Bundeskriminalamts über Gewalttätigkeiten. Es ist aber sehr viel mehr. Es entwickelt sich eine Art Subkultur. Und das sind eben, wie gesagt, nicht nur die Wahlergebnisse der AfD, sondern es ist das eine gewisse Stimmung, eine Laxheit gegenüber der Demokratie, die wir überwinden müssen, immer wieder überwinden müssen. Und deshalb ist das... Und wir müssen auch mit der neuen Zeit umgehen. Wir leben in einer Zeitenwende. Nicht nur Corona hat uns vor Augen geführt, dass wir nicht allein auf der Welt sind, dass wir in einer Schicksalsgemeinschaft sind. Der Klimawandel hat uns das vor Augen geführt. Wir leben in einem Zeitalter der Globalisierung. Wir leben in einem Zeitalter der Digitalisierung. Alles verändert sich. Die Menschen werden vielfach mit den Veränderungen nicht fertig. Sie sind unsicher. Sie haben Angst und suchen Zuflucht bei Rattenfängern, die irgendetwas verkünden an Verschwörungstheorien und ihnen das Heil versprechen. Wir brauchen Aufklärung. Wir brauchen weltweite Aufklärung. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Vernunft, die Toleranz weltweit vor die Hunde geht in autoritären Regimen. Die Amerikaner wehren sich, hoffentlich werden sie sich am Oktober so nachdrücklich wehren, dass dieser furchtbare Demokratiezerstörer in Amerika abtreten muss. Es ist einiges im Gange in der Welt. Und was liegt dann näher, dass man zunächst einmal das stärkt, was einem am nächsten liegt? Das ist unser eigenes Land. Demokratie stärken, Bewusstsein schaffen, ja auch bei den jungen Leuten.
und das ist Europa. Der Genscher hat mal gesagt, Europa ist unsere Zukunft, wir haben keine andere. Und das gilt heute umso mehr. Und wenn Europa sich jetzt aufgrund der Corona-Krise besinnt, doch nun endlich mal politischer zu werden und politische Entscheidungen auch auf Gemeinschaftsebene zu treffen und aufzulösen das Spannungsverhältnis zwischen Souveränität und Solidarität, beides brauchen wir. Wir brauchen jetzt Solidarität und wir brauchen vernünftige Solidarität. Und deshalb ist das, was jetzt in Europa in die Wege geleitet wird mit dem großen Kredit von 7 und großem, nicht nur ein Kredit, mit diesem großen Fonds von 750 Milliarden, ein Schritt, eine Zäsur. Und da dürfen wir uns nicht durch Gerichtsentscheidungen, auch nicht aus Karlsruhe, daran hindern lassen, dies Europa stärker zu machen. Politisch stärker, ökonomisch stärker. Wir sind immer noch eine der wenigen Wertegemeinschaften in der Welt, die auf der Aufklärung beruht. Trotz Orban, trotz der Polen. Da gibt es ja auch Gegenbewegung. Und das ist alles, sind als auf heute Aufgabe der jungen Menschen, doch mit Mut und Zuversicht in die Zukunft zu sehen. Wir haben viel erreicht, auch hier, was das Bewusstsein angeht, der Nazi-Verbrechen. Für mich ist es, je länger ich nachdenke, unverständlich, wie sich ein ganzes Volk einer Verbrecherbande ausliefern konnte. Nichts anderes war das. Und sie haben alles vorher gesagt, was sie gemacht haben. Und das Ermächtigungsgesetz ist von den bürgerlichen Parteien verabschiedet worden. Sie glaubten, den Mann wieder loszuwerden und seine Clique. Wir haben das völlig unterschätzt. Und vor diesem Hintergrund darf es in diesem Lande keinen Rassismus mehr geben. Das ist anders als in anderen Völkern. Wir haben unsere Geschichte und müssen unsere Geschichte stellen und müssen unsere Geschichte leben. Also trotz allem Düsteren, was ich versucht habe, etwas abzufedern, blicke ich optimistisch in die Zukunft. Wir haben eine große Zukunftschance, jetzt auch aus Corona rauszukommen. Wir haben eine Zukunftschance, Europa jetzt getrieben durch Corona endlich handlungsfähig zu machen. Wir haben eine geglückte, großen Ganzen geglückte Demokratie. Das Grundgesetz war nie abgeschafft, auch jetzt nicht. Wir hatten Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, wir hatten funktionierende Gerichte und Parlamente. Alles das ist da. Und solange wir uns hier noch in Erinnerung so zuversichtlich treffen, Herr Krauthäuser, und das wird ja fortgesetzt, diese wunderbare Tradition, ist mir nicht bange. Und ich freue mich, dass wir heute so aktiv dieser Vergangenheit der Edelweiß-Piraten gedenken und auch deutlich machen, was das für uns für die Zukunft bedeutet. Sie haben uns ermutigt, für die Demokratie, für die Freiheit zu kämpfen. Herzlichen Dank, wunderbare Rede. Hätte auch in den Bundestag gepasst, so zur Lage der Nation. Fühlen uns sehr geehrt, sehr schön. Ja, dafür lohnt sich die Tour doch, für so eine schöne Rede und so eine schöne Ermutigung. Ja, aber auch, und das ist ja der Hauptteil für die wunderbare Musik, das ist ja auch eins der Hauptmotive, weshalb wir uns die Edelweiß-Piraten oder die uns so nahe gekommen sind, weil sie halt ihr politisches Engagement sehr stark über die Musik transportiert haben oder ihren Freiheitsdrang. Wir haben die Veranstaltung heute Mut zur Freiheit genannt, weil das war ganz beiläufig ein Zitat aus unserer E-Mail, die Sie mir geschickt haben. Also auch heute haben wir Mut zur Freiheit, auch wenn der Angreifer nicht so grausam ist wie die Nazis damals, nämlich eine Seuche. Glaubst du, bist du soweit? Ja. Dann beginnen wir den nächsten Block des Kunstsalonorchester wieder mit einem herzlichen Applaus.